In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du aus einem Pulli ein Schnittmuster erstellen und dann den Pulli nähen kannst. Wenn du zum ersten Mal hier bist, dann schau dich in Ruhe um und wenn dir mein Kanal gefällt, hinterlasse ein Abo und aktiviere auch das Glöckchen, damit du immer informiert wirst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Du benötigst folgende Materialien für den Pulli: Sweatstoff, Bündchenstoff, eine Stoffschere, Stecknadeln oder Stoffklammern, Handmaß, Schneiderkreide, Kopierpapier und eine Bastelschere. Ich habe den Pulli, dessen Schnitt ich kopieren möchte, in der Mitte gefaltet und am Rand des Papiers gelegt und mit Stecknadeln fixiert. Nun zeichne ich am Rand des Pullis entlang und kopiere somit den Schnitt auf das Papier. Den Halsausschnitt übertrage ich auf das Papier, indem ich den Pulli falte, die Naht mit meinem Zeigefinger festhalte und einen Strich auf das Papier zeichne. So verfahre ich an der ganzen Naht. Den Halsausschnitt für das Vorderteil kopiere ich im gleichen Prinzip. Ich falte den Pulli, halte die Naht mit meinem Zeigefinger und zeichne einen Strich auf das Papier. So verfahre ich an der ganzen Naht. Den Armausschnitt kopiere ich genauso wie den Halsausschnitt. Ich halte die Naht fest und falte den Pulli um und kopiere den Armausschnitt. Das Bündchen krempelt man um und zeichnet eine Linie an der Naht entlang. Ich möchte jedoch den Pulli etwas länger haben, daher zeichne ich die Linie unter dem Bündchen. Ich habe an dem Rand des Papiers den Ärmel angelegt und mit Stecknadeln an das Papier fixiert. Das Bündchen falte ich um und zeichne am Rand des Ärmels entlang. Um die Naht für den Armausschnitt zu übertragen, falte ich den Pulli um, sodass die Naht sichtbar wird und zeichne sie auf das Papier, indem ich die Naht mit meinem Zeigefinger festhalte und einen Strich auf das Papier zeichne. So verfahre ich an der ganzen Naht. Die Linien verbinde ich und habe somit den Ärmel auf das Papier kopiert. Für das Vorder- und Rückenteil habe ich nur ein Schnittmuster. Den Ausschnitt habe ich auf das Schnittmuster eingezeichnet. Ich habe den Stoff gefaltet und das Schnittmuster auf den Stoff im Fadenlauf gelegt und mit Stecknadeln fixiert. Nun zeichne ich das Schnittmuster auf den Stoff ein. Ich zeichne noch mit dem Handmaß 1 cm Nahtzugaben ein. Wer mit dem Overlockstich nähen möchte, nimmt eine Nahtzugabe von 0,5 bis 0,75 cm. Ich möchte jedoch zeigen, dass man auch ohne Overlockstich schöne Nähte nähen kann. Ich schneide an den Linien das Schnittteil aus. Ich habe das Schnittmuster genauso auf dem Stoff fixiert, wobei der Stoff im Stoffbruch liegt.
Für das Vorderteil habe ich den Ausschnitt am Schnittmuster ausgeschnitten. Den kann man wieder drankleben, wenn man das Schnittmuster erneut verwenden möchte. Dann zeichne ich genauso wie für das Rückenteil das Schnittmuster auf dem Stoff. Ich zeichne auch auf dem Vorderteil 1 cm Nahtzugaben ein. Dann schneide ich das Schnittteil aus. Den Ärmel habe ich im gleichen Prinzip auf dem Stoff übertragen. Ich habe zwei Schnittteile für die Ärmel und das sind die beiden Schnittteile für Vorder- und Rückseite. Ich habe das Vorderteil rechts auf das Rückenteil gelegt und die Schulternähte mit Stecknadeln fixiert. Nun nähe ich mit dem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe die Schulternähte zusammen. Die Schulternähte sind fertig genäht. Ich werde die Naht glatt bügeln und sie mit einem Zickzackstich versäumen. So sieht das Ganze dann aus. Man kann auch die Nähte vor dem Zusammennähen mit dem Zickzackstich versäumen. Ich werde am Rand entlang mit dem Zickzackstich nähen. Ich werde auch die Seiten des Vorder- und Rückenteils mit dem Zickzackstich versäumen. Alle Seiten des Vorder- und Rückenteils sind nun versäumt. Genauso sind die Seiten der Ärmel versäumt. An den Ärmeln habe ich jeweils die Mitte markiert. Ich werde jetzt die Ärmel annähen. Dazu lege ich den Pulli offen vor mich hin, dann nehme ich den Ärmel und bringe die Mitte genau rechts auf die Schulternaht und fixiere den Ärmel mit Stecknadeln an das Vorder- und Rückenteil. Ich habe die Ärmel mit dem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe angenäht. Die Nähte habe ich auseinandergebügelt. Nun lege ich Vorder- und Rückenteil rechts aufeinander und bringe die Ärmelnähte aufeinander und fixiere das Ganze mit Stecknadeln. Danach nähe ich die Seiten zusammen. Ich habe die beiden Seiten und die Ärmel des Pullis zusammengenäht. Ich habe den unteren Teil des Pullis ausgemessen und die Zahl mit 0,8 multipliziert. Da erhalte ich die Länge des Bündchens dazu.
Die Breite beträgt 15 cm. Das ist jedoch Geschmackssache. Achte auch hier auf die Nahtzugaben. Genauso habe ich die Bündchen für die Ärmel zugeschnitten, indem ich sie vorher gemessen habe und dann die Zahl mit 0,8 multipliziert. Den Ausschnitt habe ich ebenso ausgemessen und das Bündchen dazu zugeschnitten. Ich habe alle Bündchen rechts auf rechts gefaltet und mit Stoffklammern fixiert. Dann werde ich mit einem dehnbaren Stich die Seiten zusammennähen. Alle Bündchen sind nun zusammengenäht. Ich falte das Bündchen einmal längs in der Mitte. Dann viertle ich das Bündchen mit Markierungen, indem ich die Nähte aufeinander bringe und die gegenüberliegende Seite mit einer Stecknadel markiere. Genauso markiere ich die beiden anderen Seiten. Die Mitte vom Vorder- und Rückenteil markiere ich ebenso mit Stecknadeln. Nun lege ich das Bündchen in den Pulli hinein und bringe Naht auf Naht aufeinander und jede Markierung auf die jeweilige Markierung. Dann nähe ich das Ganze mit einem dehnbaren Stich zusammen. Genauso habe ich den Halsausschnitt und das Bündchen dazu geviertelt und bringe die Markierungen aufeinander und stecke das Ganze zusammen. Dann nähe ich das Ganze mit einem dehnbaren Stich zusammen. Das Bündchen für den Ärmel habe ich im gleichen Prinzip fixiert. Ich nähe mit einem dehnbaren Stich das Bündchen an den Pulli. Dabei achte ich darauf, dass ich alle drei Stofflagen zusammennähe. Beim Nähen dehne ich das Bündchen etwas, da es etwas kürzer ist als der Pulli. An dieser Stelle hat die Nähmaschine nicht so sauber genäht. Ich trenne die Naht mit dem Nahtauftrenner auf und nähe das Ganze erneut.
Ich habe alle Bündchen angenäht und somit ist der Pulli auch fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar.